Wer kennt das Problem nicht? Man möchte ein Element auf einer Webseite horizontal zentrieren, das ist ja meist noch leicht möglich. Allerdings, wenn es dann auch noch vertikal zentriert werden soll und es auch noch eine dynamische Breite und Höhe hinzukommen, dann ist die Verzweiflung nah. Die Webseite Centering in CSS soll dabei helfen, diesen Frust zu reduzieren. Ein gutes Beispiel von der Webseite ist die horizontale und vertikale Zentrierung eines Elements, was mit Position Absolut aus dem Kontext der Seite genommen wurde. Hier müssen wir lediglich Left und Top mit 50% definieren, dann noch Transform, Translate mit minus 50% definieren und konnten so ein Element dynamisch auf der Webseite horizontal und vertikal zentrieren. Die Webseite Learn CSS Centering hat noch viele, viele weitere Beispiele für horizontales und vertikales Zentrieren. Deswegen nicht verzweifeln, einfach die Webseite besuchen. Viel Spaß beim Ausprobieren.